Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es fällt mir schwer, hier über Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit zu sprechen, einen Tag nach dem brutalen Attentat auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico gestern in der Slowakei. Und Frau Außenministerin, ich bin froh, dass Sie in Ihrer Rede dieses Attentat verurteilt haben. Es ist wirklich dünn, das Eis der Zivilisation, daran werden wir immer schmerzlich erinnert. Und es trifft wieder einen Politiker, wie schon Olaf Palme 1986, der sich für Frieden und Demokratie, Frieden und Diplomatie einsetzt. Er ist offenbar nicht mehr in Lebensgefahr. Ich wünsche Robert Fico rasche und vollständige Genesung. Der Europarat wurde 1949 lange vor der Europäischen Union gegründet, auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention. Mittlerweile gibt es 200 etwa Konventionen. Ich will die Europäische Sozialcharta erwähnen, die Istanbul-Konvention. Wir begrüßen die meisten dieser Konventionen als Bündnis Sarah Wagenknecht. Und es gibt die Struktur des letztinstanzlichen Individualklagerechts beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das gilt für jeden Bürger, jeden der 700 Millionen Bürger. Es gilt aber auch für einen australischen Staatsbürger, der in Belmarsh im Hochsicherheitsgefängnis sitzt, für Julian Assange, für alle, die auf dem Boden des Europarates sind. Diese Woche noch hat die Berichterstatterin für die abschreckenden Auswirkungen auf die Menschenrechte im Fall Julian Assange besucht. Sie hat Alarm geschlagen wegen seines Gesundheitszustandes. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat mehrfach seine sofortige Freilassung gefordert. Ich denke vor der Anhörung am 20. Mai, dass auch die Bundesregierung sich hier deutlich äußern sollte. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Knut Abraham.